Hey Desmond, wie geht's? So, hallo Leute. Was deine Aufgabe hier ist? Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz, keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles, was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist, dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. So, da habt ihr gehört, Leute. Sorry erstmal, ja, Animus 2.0, ne? Also, schön merken. Bevor die Dame mich so unfreundlich unterbrochen hat, wollte ich sagen, willkommen zum zweiten Teil von Assassin's Creed 2. Und wir legen auch sofort los, ohne zu zögern. Sorry, keine Zeit. Was, keine Zeit? Ich muss das hier fertig machen. Dann gehen wir noch zu Lucy rüber. Hallo Lucy. Hey, also ich wollte mich nur bedanken und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Genau. Sie hat's auf den Punkt gebracht. Jungchen, ey, also echt. Hallo, ich will da drauf. Let's go! Reisen wir in die Zeit zurück. Also, wie im Gedenken, Gedächtnis. Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du, ein kleines Mädchen? Sean. So, hallo Freunde und willkommen zurück zur zweiten Folge Assassin's Creed 2. Keine Ahnung, warum gerade eben meine Aufnahme abgebrochen hat, aber halt nochmal die Prügelei. Wird bestimmt lustig. Na komm. Keine Ausdauer. Yes. Was? Was soll denn das jetzt? Ja, an die Steuerung muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Ist halt jetzt nicht mehr so hakelig wie beim Einser. Na komm her, du! Bam! Hey! Jawoll! Hinter dir! Federico! Was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Ja, mein großer Bruder, hallo. Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Wie bitte? Nicht viele. Lass mich doch nicht einfach von euch fertig machen hier. Zurück! Zurück! Ja, einige haben wir ja umgehauen. Los, nicht. Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen? Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie.
Die Brüder verstehen sich gut. In ihren Taschen. Florian plündert um den Arzt. Da. Plündern. Ja, plündern wir mal eine Runde. Und den plündern wir auch noch. Na komm, es geht auch ein bisschen. Oh, so springt er, okay. Lalalalalala. Babine, das sollte genügen. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Ja, wir ziehen uns gleich zurück. So, ja, das war's. Jungs sind nun mal Jungs. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Und der andere erst. Let's go. Was soll das? Zack, 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 zack. Mann, ist der schnell. Bursche, Bursche, renn mir nicht davon. Au. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Bentrovato, Dottore. Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Wie nett. Affottiti. Das war's auch schon. Und jetzt verschwindet hier. Grazie. Ja, und jetzt hat Ezio seine Narbe. Seine berühmte. Herrliche Nacht. Allerdings. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Mhm. Geschwisterrivalitäten. Ja, machen wir auch sofort. Dann auf drei. Uno, due, tre. Der Kleine muss noch so viel lernen. Das ist unfair, du Schummelst. Komm, du Schildkröte. Was willst du eigentlich? Ist im Ernst, du bist schneller als ich? Träum weiter. Haha, gewonnen. Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab. Also, wenn es jetzt mal echter Bruder wäre, würde ich sagen, du bist irre. Aber so. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste. Möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 2. Ja, und jetzt geht's erst richtig los, Leute. So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause gehen. Synchronisiert. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. Und jetzt kommt unser Nachttrunk der schönen Christina Vespucci einen Überraschungsbesuch abstatten. Das machen wir doch glatt. Genau, wir synchronisieren erstmal eine Runde. Der hockt da gemütlich dran. So, und jetzt? Hey. Jetzt lernt er das. Boing! Also, Vieri, ich verstecke mich besser. Ah, Vieri. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein.
Der hat ein Gesicht, der Vieri, Wahnsinn. Und hol, der schubst ihn. Die Symbole für den sozialen Status kennzeichnen die Gefahrenstufe und die Position der Feinde. Naja, du mir auch. Mal kurz das Adlerauge an. Genau, umgucken. Gut. Und Adlerauge wieder aus. Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Ezio, ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Mann, ist der schnell. Das meinte ich eigentlich nicht. Hallo, komm Christina. Her. Oh, Ezio. Ich hab doch gedrückt. Oh, Ezio. Na, 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 na. Genau, schön die Kerzen aus. Was tun die da wohl, wa? Die haben sich nur lieb, ne? Also, liebe Christina, Kinder. Christina! Wach auf! Dein Hauslehrer kommt bald. Komm, meine Tochter. Ist es denn wirklich so schlimm, dass... Filio Duncane, was soll das? Perdonate, Messere. Aber schnell bitte weg. Verzeiht. Ich bring dich um! Ach, bitte. Das ist nicht nötig. Wache! Wache! Bringt mir seinen Kopf! Fasst ihn! Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt. Oh doch, es gibt einen Grund für Gewalt für die Gegner. Und zwar immer. Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. So, schnell weg hier. Ich brauche Hilfe bei einigen Dingen. Ich bin quasi unschuldig. Quasi? So, entkommen sind wir schon mal. Moment mal. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Da ist ein Aussichtspunkt, den holen wir uns gleich mal. Da hat mich jemand gesehen. Mag ich überhaupt nicht, wenn sie das tun. Zack, zack, der ist flink, der Mann. Und vor allem geht das viel schneller als im ersten Teil. So, einmal synchronisieren bitte. Voila. Ich finde, das ist wie ein Gemälde, dieses Spiel. Das ist der Wahnsinn. So. Plupp. Ach, das sind ja die Typen da. Noch kann man nicht untertauchen, so wie es ausschaut. Dann rennen wir eine Runde. Aus dem Weg! Genau, schön draufbleiben. Ich habe nichts gemacht, tut mir leid. Komische Kleidung. Bestimmt ein Da! Hinterher! Verschwindet! Ich sehe ihn nicht mehr. La la la, einfach nach oben. Und tschüss. Wolltet ihr gerade was von mir? Oh, scheiße. Zack, 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 zack. Geh mal von innen rein. Hallo, Papa! Giovanni Auditore. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn?
Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viera di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Natürlich, Papa. Lauf, Bursche! Giovannis wichtige Dokumente bei Lorenzo de' Medici abgeben. Machen wir. So. Drücke, um den Animus Desktop zu öffnen. Ah, das ist das, okay. Desktop öffnen. Ah, das da, okay. Da haben wir unser Ziel. Dann machen wir uns auf den Weg. La 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 la. Ups, da kommen Leute, da kommen auch wieder Leute. Rum ums Eck, rum ums Eck. Eine Botschaft der Verachtung nach Florenz. Offenbar hat sich die Jugend der Stadt versammelt. Seht die neuesten Konzeptionen des besten Delegations, die blanken Hintern gezeigt. Na. Lass mich in Ruhe. Fantastische Metallarbeiten. Hat jemand meinen? Ja, da klingelt das Telefon, ihr Lieben. Ich bin sofort wieder da. So, entschuldigt bitte vielmals die Unterbrechung und das Telefon im Hintergrund, aber das kommt leider auch mal vor. Es ist ja alles live hier, ne? Aber wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt habe ich ganz die Orientierung verloren. Oh, verdammt. Und tschüss. Ich habe ihn! Das reicht mir gleich, ey. Dann prügeln wir uns halt durch. Ich strecke dich nicht! Er ist hier! Scheiße! Hey, du! Hau endlich ab! Da ist er! Packt ihn! Die Schmutz! Ihr Nervensägen, ey. Mich angreifen und dann voll verkacken, wa? Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Jawohl. Die sind nicht da. Dann gehen wir mal zu Papi zurück. Und bis dahin ist die Aufnahme auch schon vorbei.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und ich entschuldige mich, wenn mal eine Folge nicht regelmäßig kommt, wie nach Plan, dann liegt es einfach dran, dass ich länger arbeiten musste und dann, ja, So, Papi, ich komme. Papa, ich bin da. Siehst du mich? Nö, ne? Ups, das wäre beinahe schief gegangen. Zack, und schön, wir sind da. Biscero. Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Francesco de Pazzi ist im Kerker. Die Bedrohung ist beendet. So, wir gehen mal rein. Zu Papa. Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberto. Guten Morgen, Konfaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. So, das wäre auch erledigt. Jetzt haben wir hier drei, vier Aufgaben. Wahnsinn. Ich würde sagen, hier machen wir wieder einen Cut. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet wieder ein in der nächsten Folge. Assassin's Creed 2. Bis dann, euer Blacky. Und wir sind draußen.